Genau, wir waren in Uelzen, Köthen und Braunschweig und sind heute in... Nein, nicht hier. Heute sind wir in Kusei. Und das liegt 20 Kilometer hinter Wolfsburg im Land Sachsen-Anhalt. Obwohl der Ort nur eine Straße hat, finden wir den Gemeindesaal trotzdem nicht. Ach, schon mal da? Ja, ich auch, aber ich finde das nicht so. Noch ein Stück nach der Zebrastreifen. Ja, wieso haben wir dann das Gemeindesaal? Ach, hier war ich schon mal. Ja, das ist lustig. Wie lustig es wird, haben wir gesehen, als wir in die Garderoben kamen. Das heißt, ein Theater hat Garderoben, ein Gemeindesaal dann doch eher nicht. Und deswegen mussten wir erstmal kreativ werden. Wie passt denn uns eine Garderobe heute Abend? Also heute am Tag und heute Abend richtig gepasst. Aber meine Kollegen und ich lieben die Herausforderung und lassen uns die gute Laune nicht verderben. Na, da kommt doch schon wieder gute Laune auf. Will auch was haben. Bitte, 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 bitte. Olivia, meine Süße. Im Gemeindesaal ziehen sich die Tischreihen wie auf einem Hochzeitsbankett durch den Raum. Wir Künstler lieben die Veranstaltungen mit Bewirtung. Da sind die Zuschauer besonders aufmerksam. Tja, manchmal sind es keine Reparaturen, sondern eher Rettungsmaßnahmen. Ich finde das sehr merkwürdig. Immer wenn Südeuropäer miteinander sprechen, hört sich das an, ob sie sich anschreien würden. Obwohl, die mögen sich alle angeblich. Mein Name ist Denise Schabrak. Ich komme aus Spanien, ganz genau aus Alicante, also ich bin die Tante aus Alicante und meine Cholerikerinnen haben mir gesagt, aber Gott sei Dank haben wir hier so eine Garderobe. In einer sitzen die Cholerikerinnen und in die andere die Alkoholikerinnen. Auch dieses Spektakel geht irgendwann zu Ende und am nächsten Tag sind wir in Pegau. Hier ist heute schönes Wetter. Die Sonne scheint, die Mücken zwicken, wir sind zu früh da und nichts zu essen. Und so beginnt im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnitzeljagd nach einem offenen Restaurant. Mal hat man Glück, mal hat man Pech, Mahatma Gandhi. Diesmal haben wir Glück. Wir haben eine Pizzeria gefunden. Etwas rustikal, aber nett. Ja, ein Cola Light für mich, bitte.
Schnitzel wird schon der ausgemachte Schnitzel mit Bratkartoffeln. Das wäre super. Ich mache eine Knoblauch-Pizza. In dieser Pizzeria hat wirklich alles geschmeckt. Es sei denn, man hat Pizza bestellt. Dann hat man Pech gehabt. Da hat Elke schon recht. Leslie ist doof. Ja, weil ich Pizza bestellt habe. Elke war da schlauer. Sie hat 4000 Kalorien, ein Stück Kuchen mit Sahne bestellt. Ich bin live, ich kann ruhig dick sein. Die zählen nicht mehr die Punkte. Nee, hier werden die Kalorien multipliziert. Die Sahne riecht aber wie Kirschen. Kirschen. Lecker, das gönnen wir dir doch auch. Danach geht's ins Volkshaus zum Arbeiten. Während die Damen im Saal die Tische aufdecken, müssen die Künstler in der Garderobe die Gesichter abdecken. Damit die Zuschauer in der Show nachher nicht entdecken, dass es gar keine echte Frauen sind. Sonst rufen die Polizei und uns ergeht es so wie ihr. Ihm. Zelleneinschluss ist vorbei, ne? Dass du heute zu Besuch kommst, da freue ich mich aber wahnsinnig drüber. Ich bin hier eingeschlossen. Wie geht's denn so? Wie lange musst du noch bleiben? 2 Monate. Weil? Wie weil? Was hast du gemacht? Ja, weißt du doch, Prostitution und Drogenmissbrauch. Tja. Blöd, ne? Scheiße. Und weißt du, was das größte Problem ist? Ja? Ich kann nicht mehr sitzen. Ja, das siehst du noch mal voran. Hier, Axel will dich wieder von hinten sehen. Komm, mach hin. So, sind wir bei McDonald's, ne? 1 Uhr, ne? 1 Uhr auf der Autobahn. Komm, wir vor wie ein Tracker. Ich weiß, was viele Zuschauer jetzt denken. So spät essen ist nicht gesund. Aber Essen ist wie eine Droge. Übrigens, wenn du ein paar Drogen brauchst, müsst ihr mal die Kamera schwenken. Da gibt's bestimmt was. Na klar, Big Mac, McRib und Cheeseburger gibt's bei unserem Dealer immer. Aber was das Essen betrifft, ist es ja eigentlich noch nicht zu spät, denn wir haben noch 2 Stunden Autofahrt vor uns. Und wenn wir dann zu Hause sind, müssen wir uns noch waschen, Zähne putzen, ein bisschen Fernsehen schauen und dann gehen wir müde ins Bett.